viele sagen, dieses Atmen, ständig atmen, das ist total wichtig. Ohne dieses Atmen, ohne diesen Sauerstoff könntest du nicht leben. Ich sage, ohne NADH kannst du genauso wenig leben. Und davon redet keiner. Keiner redet davon, ihr sagt Sauerstoffkonzentration, Sauerstoff in den Körper bekommen. Und ich sage, NADH in den Körper bekommen ist genauso wichtig, wie du jetzt gerade in dieser Sekunde atmest. Ja, herzlich willkommen auch zu diesem Video auf meinem Hauptkanal. Nicht vergessen, auch meinen Zweitkanal zu abonnieren. Das ist ein bisschen praktischer. Pura Science heißt ja, einmal von Juliana den Kanal, einmal meinen Kanal, Patrick Strohbach. Jeder möchte alt werden und viele Menschen möchten aber nicht alt werden. Und ich glaube, das ist genau falsch, denn ich glaube, wenn ich mir heutzutage Menschen ansehe, die ein gewisses Alter erreicht haben und trotzdem lachen, dann denke ich, es ist ein Privileg. Es ist wirklich ein Privileg, alt zu sein, und es ist, viele wollen alt werden und können es nicht, und weil ihre Krankheit es nicht erlaubt, weil die Organe versagen und so weiter. Und genau zu diesem Thema, was wir alle nicht möchten, ich denke, das Schlimmste, was du erfahren könntest, ist sowas wie, dass deine Organe nicht mehr arbeiten beim Arzt. Und das hat einen Grund, denn deine Organe generieren und benötigen Energie, um zu funktionieren. Und es gibt einige Moleküle, eins ganz besonders, um das geht es heute. Das werde ich euch zeigen, wie ihr das bestmöglich schützt bei euch im Körper, dass eure Organe bestmöglich Energie generieren können. Das wird gleich ein bisschen biochemischer, aber das ist gut so, Leute. Es ist verdammt gut so, damit ihr genauestens versteht, was bei euch im Körper eigentlich abgeht. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, warum du jetzt gerade in diesem Moment, wo du mich anschaust, atmest? Du kannst nicht. Es ist ja kein Hobby oder sowas halt, ne? Oder eine Spaßveranstaltung. Ne? Du musst atmen. Und warum atmest du? Damit du noch mehr Sauerstoff bekommst aufgrund der CO2-Konzentration, dank der Masken? Nein, natürlich auch ja. Aber wichtig ist, deine Kraftwerke, deine Mitochondrien brauchen Sauerstoff. Das zeige ich euch gleich. Ich habe keine Mühen und Kosten gespart für euch. Habe einfach mal 160 Euro rausgeschallert und habe mir so ein Whiteboard geholt. Da erkläre ich euch gleich ein bisschen weiter was daran. Deine Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle, brauchen den Sauerstoff, um ihn zu veratmen, nennt man das, um daraus Energie zu generieren. Genau genommen Wasser. Du bildest jeden Tag mehrere hunderte Milliliter selbst Wasser bei dir im Körper. Das seht ihr gleich auch. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ohne Sauerstoff sterben deine Zellen. Das kennen wir. Wenn du wahrscheinlich einen Blutfropf hast oder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, dann sterben die Fragmente ab, die nicht mit Blut versorgt werden. Und warum? Weil kein Sauerstoff an die Zellen kommt, weil deine Zellen danach keine Energie mehr generieren können. Das heißt, alles, was selbstständig keine Energie mehr generieren kann, wird kurzzeitig absterben. Und genau das Gleiche ist mit deinem Organ und genau das Gleiche ist mit dir auf dieser Welt. Und von daher an ist das Video so wichtig, dass wir versuchen, bestmöglich unsere Organe aufrechtzuerhalten. Und wie das vonstatten geht, das sehen wir jetzt gleich mal am Flipchart. Nicht gleich ausrasten, es wird gleich ziemlich viel, sieht erstmal ziemlich viel aus, ist aber alles, ich gehe nach und nach Schritte mit euch durch und das ist alles ganz, ganz einfach und es ist so essentiell und elementar. Also teilt es mit euren Liebenden, wenn ihr wollt, denn diese sollen natürlich auch noch sehr gerne energiekraftvoll, organtechnisch euch erhalten bleiben. Von daher ist es ein ganz wichtiges Video. Bis zum Ende schauen. Es kann dein Leben definitiv verändern. Es wird dein Leben verändern und verlängern. So, also hier ist das Flipchart. Nicht gleich ausrasten. Das ist alles ziemlich einfach. Ich gehe ja jeden Schritt mit euch genauestens durch. Und am Ende und zwischendurch erkläre ich euch, was man machen kann. Denn der natürliche Tod, was ist der natürliche Tod? Meistens Organversagen. Weil irgendein Organ nicht mehr genügend von diesem Stoff hat, um noch Energie zu generieren, und dadurch stirbt er ab, kann dann der Funktion nicht mehr nachgehen, der Körper wird absterben, ja? Nierenfunktion, Herzfunktion und so weiter, ja. Von daher an, natürlicher Tod beeinträchtigt dadurch. Also, wir sehen hier das ganze Konstrukt hier, dieses, das hier, ist alles ein Mitochondrium. Das ist ein Kraftwerk deiner Zelle. Das ist das Zellwasser hier, das Blaue sehen wir alles, dieses Organ hier befindet sich innerhalb deiner Zelle. Und zwar, sehr wichtig, vor allem Mitochondrien befinden sich in Organen am allermeisten, weil die deutlich mehr arbeiten müssen. Deine Muskelzelle muss nicht immer arbeiten. Wenn du gerade nichts tust, muss sie auch nichts machen. Deine Organe, deine Leber,
Deine Niere, deine Leber muss entgiften, deine Niere muss filtern, dein Herz muss pumpen. Das passiert ständig, auch während du schläfst. Und von daher an haben diese Zellen, zum Beispiel dein Herz, hat sehr viele von diesen Mitochondrien. Das Herz hat am allermeisten Mitochondrien. Ja? Von daher ist dieser Stoff Q10, NADH, wovon wir gleich reden, am allerwichtigsten in diesen Organen. Ja? So, also. Wir haben hier dieses Organell. Das ist umgeben von einer Schicht, sehen wir hier, diese lilane Schicht, ja, so, Doppelmembran quasi. So, und dann gibt es einen Intermembranraum, seht ihr hier, ja, so. Und der ist nochmal zwischen dem Innenraum des Mitochondriums. Das ist das hier, das ist die Matrix. Das ist die Mitochondrienmatrix. Und was das Mitochondrium machen soll? Es soll ATP generieren. Das ist der Energieträger, der universelle Energieträger bei uns im Körper. Ich mache euch noch mal ganz kurz jetzt eine Einblendung zu meinem Kreatin-Video, damit ihr mal ganz kurz versteht, eine Minute, was ATP und überhaupt macht und wie unser Körper daraus Energie gewinnt. Ja? Also, noch mal ganz kurz, Film ab. ATP, das kennen vielleicht viele. Adenosintriphosphat. Das ist der universelle Energieträger bei uns im Körper. Und ganz kurz, das Molekül Adenosin, das ist ein Teil des Moleküls, und Tri steht für 3 und Phosphat, das heißt 3 Phosphatgruppen. Und warum ist das jetzt so interessant für uns? Warum können wir aus diesem Molekül Energie gewinnen? Das sage ich euch so, es gibt Enzyme, Enzymkaskaden, das heißt Abfolgen, ja, die bestimmte Prozesse katalysieren. Und zwar die Hydrolyse, das ist eine Spaltung einer Bindung des Phosphats, einen von den 3 an dem Adenosin, mit Hilfe durch Wasser, das ist die Hydrolyse. Und dabei wird Energie frei, und zwar gar nicht so wenig, 32,2 Kilojoule pro Mol. Einmal zum Vergleich, wenn wir uns das anschauen, dass, ich kenne das noch aus der Chemie, das war so, wenn du 1 Liter Wasser, was ja nicht wenig ist, 1 Liter, von 14,5 auf 15,5 Grad erwärmen willst, ja, benötigst du nur 4,187 Kilojoule. So, vorher waren wir bei 32,2 Kilojoule bei einer Spaltung eines Phosphats. Wir haben 3 zur Verfügung, einem Adenosin. So wie wir jetzt gelernt haben, können wir circa, sehen wir hier, 41 Kilojoule daraus gewinnen, wenn eine Phosphatgruppe abgespalten wird. Und diese Energie nutzen wir, damit wir unseren Arm bewegen können, damit deine Organe funktionieren können. Ja? So, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir hier beobachten können. Der Intermembranraum hier, der hier, ja, der lilane. Sehen wir, hier befinden sich sehr viel Wasserstoffe. Das sind Wasserstoffionen. Genau genommen sind es Protonen. Das H+, das habt ihr schon öfter mal gesehen. Fragt euch sicherlich, was das bedeutet, dieses H+. Im Periodensystem der Elemente, das ist der Wasserstoff, steht an der ersten Stelle. Der hat ein Proton, das ist positiv geladen, und ein Elektron, das ist negativ geladen. Wenn dieses Wasserstoffatom das Elektron abgegeben hat, bleibt nur noch das Proton zurück, und das ist ja positiv. Die negative Ladung geht raus, das Elektron, was es hat, wird abgegeben. Das heißt, das Proton bleibt noch zurück, und deshalb wird die überschüssige Proton, die positive Ladung, damit mit diesem Plus verzeichnet. Das ist übrigens auch das, dieses H+, was eine Lösung sauer macht. Ne? Wenn etwas sauer ist, das sind die hohe Konzentration von H+. So. Das ist jetzt hier zu beobachten. Wir sehen hier im Intermembranraum, im Mitochondrium, sehr viele Protonen. Was bedeutet das jetzt überhaupt und warum macht man das? Das ist doch voll aufwendig. Weil wenn wir das mal vergleichen, der Innenraum hier des Mitochondriums, die Matrix, ja, die nochmal getrennt ist hier durch die Membran, da sind ja voll wenig Protonen. Was hat denn das zu bedeuten? Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, was ganz Entscheidendes, worauf das gesamte Leben überhaupt basiert. Und das sind Konzentrationsgradienten, das heißt Gefälle. Wir haben eine unterschiedliche Konzentration, hier H+ zu hier H+. Okay? Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Staudamm. Ja, der Staudamm funktioniert genau auf diesem Prinzip. Auf der einen Seite des Staudamms ist das Wasser deutlich höher, auf der anderen Seite deutlich niedriger. Durch den Druck, der ausgeübt wird, durch das Konzentrationsgefälle, kann man elektrische Energie erzeugen. Und das ist nichts anderes als das hier. Und zwar passiert durch diesen Einstrom, ja, weil ab und zu kommen Wasserstoff-Ionen, das heißt Protonen, kommen hier durch, ja, die kommen hier durch. Und durch so viel, weil sie bergab gehen können, und zwar das ist hier abgestellt, ja, so, dieser Energiebetrag hier, der wird ja frei, den hat man ja zur Verfügung. Denn dieses Proton ist erleichtert,
wenn es von diesem Druck der ganz vielen Leute hier, weil die alle ganz, ganz eng aneinander stehen, ja, ist es erleichtert, in einen freien Raum zu kommen. Ja? Das ist, wenn du aus einer ganz dichten U-Bahn aussteigst und dann in den freien Bahnhof kommst, bist du erleichtert. Und dieser Energiebetrag hier, das ist dir, wenn es bergab geht, wird freigegeben. Und dieser Energiebetrag ist sehr wichtig, und zwar wofür? Damit deine Zellen aus ADP, das heißt, beziehungsweise Adenosindiphosphat, ATP herstellen können. Ja? Und zwar genau genommen, damit die ATP-Synthase, das ist das Enzym, was das überhaupt macht, damit dein Körper Energie herstellen kann. Ja? So. Arbeitet. Die braucht diesen Energiebetrag hier, der frei wird, damit die arbeitet. Das ist deren Lohn. Die ATP-Synthase sagt ja auch, ich arbeite doch nicht für umsonst. Ja? Ein bisschen Zaster muss schon rausspringen. Ja? Und das ist dieser Energiebetrag. So. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Jetzt wird es erstmal ganz interessant. Also jetzt kommt tatsächlich halt, worum es hier eigentlich geht, um den Stoff, den ich jetzt hier einmal zeigen werde. So. Doch wie kommen die Protonen immer wieder nach außen? Man muss ja diesen Konzentrationsgradienten, den muss man ja aufrechterhalten, weil die gehen ja nicht wieder von alleine alle raus. Die sagen, hier ist doch viel schöner von innen drin. Das heißt, wir haben hier Protonenpumpen, sehen wir hier. Ja? Die gehen auch immer wieder raus, die H+, und die gehen nicht von freiwillig raus, die muss man rausschmeißen. Das sind quasi Türsteher hier, diese Protonenpumpen. Ja? Und diese Protonenpumpen, die brauchen auch Energie, weil die wollen diesen Konzentrationsgradienten ja, dieses Gefälle müssen die ja aufrechterhalten, damit das überhaupt vonstatten gehen kann, damit du ATP überhaupt synthetisierst, damit der Lohn der ATP-Synthase, die ATP für dich produziert und dir 41 Kilojoule pro Mol, das heißt Energie für dich generiert, überhaupt bezahlt ist. Aber wer bezahlt denn jetzt die Protonenpumpen, dass diese Türsteher, dass die ständig immer nach außen gehen? Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt ein Molekül bei uns im Körper, das heißt NADH. Und NADH ist somit das wichtigste Molekül. Wenn ich dir jetzt das NADH klauen würde, würdest du in dieser Sekunde keinen Sauerstoff mehr bekommen, weil deine Lunge nicht befähigt wäre, sich zu kontrahieren. Es wäre unmöglich. Du könntest nichts mehr tun, du könntest deinen Arm nicht mehr heben, es würde keine Energie in deinem Körper fließen. Und wir reden tatsächlich von elektrischer Energie, 1,1 Volt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Also NADH, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Molekül. Und zwar, das NADH, das macht Folgendes. NADH ist ein Molekül, was sehr gerne Elektronen abgibt. Es gibt sehr gerne Elektronen ab. Und es gibt ein anderes Molekül, das nimmt sehr, sehr gerne Elektronen auf. Und das ist der Sauerstoff. Und das kennen wir alle. Wenn du dein Fahrrad damals draußen stehen lassen hast, im Regen und so weiter, dann ist das unter anderem der Sauerstoff, der das oxidiert, das Eisen, zu Eisenoxid, und das ist der Rost, den du siehst. Eisen ist ein sehr gutes Oxidationsmittel, nennt man das, ja? Es oxidiert Stoffe, es klaut ihnen Elektronen. Elektronen sind negativ geladen. NADH gibt sehr gerne Elektronen ab und wird dadurch genannt ein Reduktionsmittel. Warum Reduktionsmittel? Weil etwas mehr negativ, es wird reduziert, es wird mehr negativ, weil es Elektronen abgibt. Deshalb nennt man das Reduktionsmittel, okay? Reduktionsmittel, Oxidationsmittel. Die beiden mögen sich, ja? Die passen ziemlich gut zusammen. Der eine gibt gerne, der andere nimmt gerne. So, ja? Und das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Denn durch diese Spannung zwischen den beiden gibt es ein Spannungsverhältnis, so gesehen. In dieser Membran laufen dann die Elektronen, die das NADH ja sehr gerne abgibt. Seht ihr hier, ich habe das nur dargestellt, das ist nicht so, bergab. Ja? Weil sie machen es gerne, so müsst ihr euch das verstehen. Das bergab signalisiert, sie machen es gerne, weil NADH ja den Partner gefunden hat, Sauerstoff. Ja? So, und durch dieses Bergabgehen hier, ja, wandern die Elektronen der Membran entlang, das ist übrigens hier die Atmungskette, das habe ich aber nicht mit reingenommen. Hier gibt es verschiedene Enzymkomplexe, 1 bis 4, das würde jetzt hier zu weit führen. Ja? So, und die wandern dann zum Sauerstoff. Und das ist der Sauerstoff, den du einatmest. Dieser Sauerstoff hier, das ist der, den du einatmest. Und dieser kann ohne NADH nicht. Und jetzt kommt das ganz, ganz Spannende. Wenn dieser Sauerstoff hier, das O2, das ist elementarer Sauerstoff, zwei Sauerstoffatome tun sich immer zusammen, deshalb nennt man das O2. Ja, das ist energetisch günstiger, würde aber auch zu weit führen. Wenn der jetzt Elektronen bekommt, dann trennt der sich, dann sagt er, wow, ja, dann streiten die sich, müsst ihr euch das so vorstellen, das O und O streiten sich, die gehen auseinander, die sagen, wer kriegt jetzt die Schokolade, hier diese Elektronen, ja, so müsst ihr das vorstellen. Und danach sind die auseinander und wir sehen mal, NADH, das hat noch zwei Wasserstoffe hier über, ja, hier das freie Elektron übrigens,
hier die zwei Wasserstoffe. Und diese wandern quasi zu den einzelnen Sauerstoffen, die ja jetzt getrennt worden sind durch die Elektronen. Dann entsteht H2O. Denn wir haben hier H, Wasserstoff, und wir haben hier Sauerstoff. Und H und also Sauerstoff und Wasserstoff, unter bestimmter Energie, die hier zugeführt wird, entsteht H2O. Und das ist das Wasser, was du täglich in deinem Körper produzierst. Wir reden hier von circa einem halben Liter, den du täglich produzierst für dich selbst. Das ist das hier. Und das ist der Sauerstoff, den du einatmest. Und das ist das NADH, was dein Körper selbst herstellt. Okay? Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Weil der gerne was abgibt und der gerne was aufnimmt, das Ganze bergab läuft, ist dieser rote Energiebetrag frei wieder. Das ist das gleiche Prinzip wie hier, Konzentrationsgefälle. Ja? Wenn der etwas gerne macht und der etwas gerne aufnimmt, haben wir hier wieder einen Konzentrationsgradienten. Diese Energie, die hier frei wird dabei, ja, weil es ja gerne getan wird, ist diese Energie für die Protonenpumpen. Okay? Das ist davon, wovon deine Protonenpumpen leben. Und die halten die Protonen wieder nach draußen, die können wieder ATP generieren, weil der Konzentrationsgradient hier aufrechterhalten worden ist. Ja? Und so ist dann ungefähr der ganze Kreislauf. So, ich hoffe, das ist verstanden. Ich mache nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Ja? Also, Protonen sind außerhalb im Intermembranraum ganz viele. Innen sind sehr, sehr wenige. Dadurch ist ein Konzentrationsgefälle, ja, eine Spannung entsteht. Durch die Spannung wird Energie erzeugt. Denn wenn diese Protonen hier reinströmen, sind sie erleichtert. Oh, endlich bin ich von diesen ganzen Menschenmassen hier befreit. Und diese Energie, frei wird, nutzt dein Körper, das Mitochondrium, um Energie zu generieren, beziehungsweise ATP zu generieren, durch die ATP-Synthase. Ja, ganz logisch. Das gleiche Prinzip ist hier. Dieses NADH gibt sehr gerne Elektronen ab. Das wird bei dir im Körper hergestellt und muss geschützt werden. Das Molekül muss geschützt werden. Das ist ganz wichtig. Ich zeige euch gleich, wie das geschützt wird. Ja? Dieses NADH gibt sehr gerne Elektronen ab. Sauerstoff nimmt sehr gerne Elektronen auf. Die beiden sind glücklich, denn die freuen sich beide. Die kann was abgeben, das NADH, und der kann was aufnehmen. Diese Freudeenergie, das ist dieser Betrag hier, ja, kriegen deine Pumpen, um immer wieder die Protonen nach draußen zu transportieren, damit hier das Konzentrationsgefälle wieder aufrechterhalten worden ist, um ATP zu bilden. Ja? Ich hoffe, das ist so einigermaßen klar geworden. So, und jetzt ist völlig klar, dass das NADH, das ist ein kompletter Energiestoffwechsel in einem Organ von dir hier, abhängt unter anderem die Energiekomplexe, die hier noch sind, die habe ich jetzt mal rausgelassen, aber unter anderem vom Sauerstoff. Du benötigst Sauerstoff. Wenn du nicht atmest, kann dieser ganze Kreislauf hier nicht stattfinden. Ja? Deine Zelle stirbt ab. Das ist der Sauerstoff, wenn du nicht atmest. Wenn das hier nicht passiert, wenn diese Reaktion nicht passieren kann, dann wirst du sterben. Alle reden von diesem Sauerstoff, wie wichtig Sauerstoff ist. NADH ist genauso wichtig wie Sauerstoff. NADH ist so wichtig, wie du atmest. Es ist genau das Gleiche. Ja? Viele sagen, dieses Atmen, ständig atmen, das ist total wichtig. Ohne dieses Atmen, ohne diesen Sauerstoff könntest du nicht leben. Ich sage, ohne NADH kannst du genauso wenig leben. Und davon redet keiner. Keiner redet davon, ihr sagt Sauerstoffkonzentration, Sauerstoff in den Körper bekommen. Und ich sage, NADH in den Körper bekommen ist genauso wichtig, wie du jetzt gerade in dieser Sekunde atmest. Das ist das, womit steht und fällt, wie deine Organfunktion funktioniert und wie lange deine Organe funktionieren werden und so weiter, ist hier NADH. Und Sauerstoff zu gleichen Teilen, nicht nur der Sauerstoff. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, noch ein bisschen praktischer, wie können wir das denn gewährleisten? Sauerstoff wissen wir alle, wir gehen nach draußen. Ja, wir machen Sport draußen, dadurch erhöht sich deine Atemfrequenz. Ja, warum? Weil die Mitochondrien beim Sport musst du mehr Energie generieren, mehr ATP. Wenn du mehr ATP generierst, ja, das ist jetzt übrigens der Grund, warum du schneller atmest beim Sport. Erkläre ich dir jetzt 1:1. Wenn du schneller atmest, wird mehr Bewegung, das heißt mehr Kilojoule, mehr Kalorien werden quasi benötigt. Mehr Brennmasse wird benötigt, damit du deinen Arm bewegen kannst. Es wird ständig mehr ATP generiert. Um mehr ATP generieren zu können, müssen wir diesen Schritt NADH und Sauerstoff ja hier haben. Ja, das ist ja der Schritt, damit deine Protonenpumpen wieder arbeiten können, die ja die ATP-Synthase bezahlt. Versteht ihr? Durch diesen Konzentrationsgefälle, wenn die Wasserstoffe nach außen sind und die nach innen kommen können, wird erst der Energiebetrag frei, der ATP bilden kann, die ATP-Synthase bezahlen kann, damit sie ATP bildet bei dir. Ja? Also, das ist der Grund, warum du hier mehr Sauerstoff brauchst. So, und jetzt sagen wir alle, wir brauchen mehr Sauerstoff, wir brauchen mehr Sauerstoff. Weißt du, was aber gleichzeitig passiert? Zu gleichen Teilen, wie schneller du atmest, wird zu gleichen Teilen NADH auch bei dir im Körper produziert, weil diese beiden sind voneinander abhängig. Diese beiden können nicht voneinander.
Aber du kriegst nur mit, dass du schneller atmest, aber gleichzeitig auch NADH wird schneller produziert. Und jetzt noch für uns was ganz, ganz Wichtiges, warum viele Menschen krank werden. Sauerstoffmangel natürlich, ja, ganz klar, aber auch NADH-Mangel. Und warum? Weil NADH ist unter anderem auch, weil es Elektronen abgibt, ein Antioxidant. Es ist ein Antioxidant. Das heißt, wenn das NADH jetzt so auf dem Weg ist, ja, zu ihrem Sauerstoff, zu der Reaktion hier, ja, um Wasser zu bilden, ja, um die Energie für die Protonenpumpen aufrechtzuerhalten, wird aber abgefangen von einem Radikal. Dann kannst du noch so viel Sauerstoff haben, wenn das NADH nicht da ist, wird diese ganze mitochondriale Funktion nicht ablaufen, diese Atmungskette nicht ablaufen, dein Organ wird keine Energie generieren, deine Werte werden in den Keller gehen. Du kriegst Herzinsuffizienz und solche Sachen. Das ist der Grund. Also, schauen wir das Ganze mal an. Wir haben hier, also das Zellwasser müssen wir uns hier wegdenken. Wir haben hier das NADH, das Molekül. So, das reagiert mit einem Superoxidanion. Das ist ein Radikal, das ist ein Sauerstoffradikal. Und wir sehen hier diesen roten Pfeil. Ja? Und das ist eine Elektronenlücke. Und das haben Radikale. Sie klauen anderen Molekülen Elektronen und dadurch verlieren diese anderen, wie zum Beispiel NADH, die Funktion. Denn wenn wir NADH nicht mehr haben, wissen wir, kann das Ganze nicht vonstatten gehen. Das heißt, Radikale sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Das habe ich mit dieser Lücke hier. Das hat ja ein Elektron, was es auch sehr gerne abgibt. NADH macht das ja auch gerne. Das ist ja total nett, das Molekül. Das sagt, nimm Bruder, nimm, gönn dir. Ja? Nur das Problem ist, was NADH dabei vergisst, das ist sehr naiv, NADH. Es weiß nicht, dass es für was viel, viel Wichtigeres bestimmt ist. Und zwar, dass es die Energiegewinnung deiner Organe überhaupt. Und wenn du sehr viele Radikale bei dir im Körper hast, durch Stress, durch falsche Ernährung vor allen Dingen auch, ja, verarbeitete, hoch erhitzte Ernährung, diese alle Sachen, durch Umweltgifte vor allen Dingen auch, ja, Schwermetalle, Pestizide, Mikroplastik, wenn du nicht genug ein sehr hohes antioxidatives Potenzial hat, muss auch unter anderem Moleküle herhalten, wie NADH, das wichtig ist für deine Organfunktion. Das heißt, im Umkehrschluss gibt es eine ganz klare Korrelation zwischen zu viel Radikalen und deiner Organfunktion. Wenn du ein zu viel Radikale hast, werden diese Moleküle, die ja unter anderem auch Antioxidantien sind, weil in der Atmungskette auch Radikale noch entstehen, aber weil das unter anderem Antioxidantien sind, werden weggepuffert und können ihrer Funktion nicht mehr nachkommen, und zwar deine Körperfunktion aufrechtzuerhalten, deine Organe zu versorgen. Das heißt, Radikale legen deinen Körper komplett lahm. Und zwar diese Reaktion ist so, dieses Elektron, was hier frei ist, ja, das wandert dann quasi auf den Sauerstoff hier, und wir haben dann hier eine zweifach negative Ladung, hier haben wir nur eine einfach negative Ladung, und jetzt ist der Sauerstoff glücklich. Ja, so. Das Problem ist aber, sehen wir hier, dass er ist jetzt glücklich, ja, das Problem ist, wir haben aber jetzt hier NAD plus nur noch. Das heißt, dass das Wasserstoffatom hier mit dem Elektron, das fehlt jetzt. Wir haben kein NADH mehr. Und wenn wir wissen, dass NADH ja so wichtig ist, damit dieser Wasser hier überhaupt entstehen kann, denn bei der Entstehung von Wasser wird ja auch nochmal Energie frei. Das heißt, dieser Vorgang kann überhaupt nicht vonstatten gehen, weil das Elektron fehlt, um diesen Sauerstoff zu spalten. Ja? Und das Wasserstoff fehlt, um Wasser zu bilden. Das heißt, du kannst keine Energie mehr gewinnen, wenn du zu viele Radikale bei dir im Körper hast. Und das ist der ganz, ganz ausschlaggebende Punkt. Habe ich nicht noch hier irgendwo? Ja. Das ist der ganz, ganz ausschlaggebende Punkt, ja. So, und jetzt gibt es sehr, sehr wichtige Sachen, die ich noch einmal erklären möchte, ganz kurz. Es gibt auch körpereigene Antioxidantien, ja. Zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr wenig Pflanzen essen, da bildet der Körper trotzdem eigene. Und das sind zum Beispiel die Superoxidismutase, sehen wir hier. Ja? Wir haben gerade das Superoxidanion, ja? Das war das hier, was mit dem NADH gerade reagiert hat, ist das hier. Ja? Das ist das Radikal, was ich gerade gezeigt habe. Die Superoxidismutase ist genau für dieses schlimme Radikal zuständig. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese oben halten. Und zwar die Reaktion, die übrigens Superoxidismutase ist, Kupfer und Zink abhängig, sehen wir hier. Ohne Kupfer und Zink kann dein Immunsystem, das ist über der Grund, warum man sagt, Zink ist so gut für das Immunsystem und solche Sachen halt, weil es hält natürlich die Superoxidismutase auch da, die Radikale natürlich auch puffern. Und Radikale haben maßgeblichen Einfluss aufs Immunsystem. Viele sagen, das hat nichts damit miteinander zu tun. Ich mache darüber mal ein separates Video. Das ist fast nur davon abhängig, ja, wenn man tiefer in die Biochemie reingeht, ja. Aber gut. Also, wir schauen uns das mal hier an. Was macht das? Wir haben hier zweimal
dieses Superoxidanion. Gerade hatten wir es nur einmal. Wichtig, hier steht mir zwei vor. Eins davon wird zu Sauerstoff durch die Superoxiddismutase, was völlig ungefährlich ist. Ja? Das andere wird, wenn es noch Wasserstoff hinzunimmt, die H-Plus-Ionen, die sind ja hier überall. Die sind ja hier, hier, die sind ja überall. Die kann man ja, die kann man, davon kann man sich ein paar wegnehmen, sehen wir hier. Ja? So. Diese Wasserstoff-Ionen nimmt die Superoxiddismutase unter anderem auch. Und dieser Sauerstoff, der noch hier übrig ist von diesem Radikal, und baut H2O2 daraus. Das ist jetzt zwar kein Radikal mehr, hat aber immer noch einen sehr, sehr starken radikalischen Charakter. Wasserstoffperoxid macht ebenfalls sehr viel Randale bei uns im Körper. Das muss ebenfalls entgiftet werden. Das heißt, Wasserstoff, das ist das hier. Ja? Oxid, das ist das für hier. Und Per heißt immer zwei Sauerstoff, zwei Wasserstoff, so ungefähr in der Chemie. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was daraus weiter entsteht. Jetzt kommt ein sehr wichtiges weiteres Enzym, das ist die Katalase. Superoxidismutase, Katalase, das sind zwei sehr wichtige Antioxidantien bei dir im Körper. Und die kannst du wieder schützen, ja? Die kannst du wieder schützen, wenn du sekundäre Pflanzenstoffe zu dir führst. Sekundäre Pflanzenstoffe sind nämlich selbst auch Antioxidantien. Und diese machen die Drecksarbeit für diese Moleküle. Zum Beispiel, ich blende hier mal eine Studie ein. Dort habe ich gezeigt, dass wenn du sehr viel, da wurde eine randomisierte Kontrollstudie war das gewesen, zu OPC, das heißt Traubenkernextrakt, ich kann auch irgendein anderes Antioxidant, nämlich einfach nur als Beispiel. Und da hat man gezeigt, dass die Gabe von OPC diese Enzyme hier herabgesetzt hat. Warum? Weil das OPC selbst ein Antioxidant war und davon muss der Körper nicht mehr so viel dann produzieren. Ja, weil es die Drecksarbeit machen dann die sekundäre Pflanzenstoffe, die ja ebenfalls das Ganze vonstatten gehen lassen können, ja, diese Moleküle hier entgiften können, ja. So, wichtig nochmal ganz kurz, die Katalase, ja, was macht die? Wir haben hier dieses Sauerstoffatom, was übrig geblieben ist, das habe ich grün gekennzeichnet. In der Chemie muss man ein halb O2 schreiben, eigentlich muss man nur ein O, wir haben nur eins davon, also theoretisch ist nur, das, nur dieses O, kann man ja sagen. So, das darf man aber nicht so schreiben, man muss immer O2 schreiben. Deshalb muss man ein halb O2 schreiben in der Chemie. Ziemlich doof, aber ist so. So, das bleibt ja über und das Wasserstoffperoxid bleibt ja über. Die Katalase macht daraus elementaren Sauerstoff, ja, das ist dieser hier von dem Wasserstoffperoxid. Und dieses Sauerstoff hier, was hier oben ist, das verbindet sich mit den zwei Wasserstoffen hier. Und wir haben Wasser, also Wasser und Sauerstoff entsteht. Ja, ihr seht, es kann sehr gut entgiftet werden. Ja, so, das heißt, es gibt Moleküle bei dir im Körper, die das hier verhindern, die das verhindern, dass das NADH aufrechterhalten bleibt, dass deine Organe funktionieren können. Das heißt, Superoxidismutase oben halten, Katalase oben halten, allgemein antioxidatives Potenzial so weit nach oben hochhalten, damit diese wichtigen Moleküle hier, ja, nicht verbraucht werden. Ja, die werden nicht verbraucht, die dürfen nicht verbraucht werden, sonst leidet deine Organfunktion, weil die irgendwelche dreckigen Radikale puffern müssen, weil ihr irgendeine Scheiße nicht reinfrisst. Ja, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Ja. Das ist das Ganze, so geht das Ganze vonstatten. Ich denke, ihr habt viel gelernt. Das heißt, ganz Take-Home-Message, isst Antioxidantien. Vermeidet Radikale bei euch im Körper so gut es geht. Das ist der Hauptgrund, warum. Wir nehmen mal die Genetik mit raus, ja. Es gibt natürlich genetische andere Prädispositionen, aber die werden ebenfalls getriggert durch Radikale. Meine persönliche Meinung ist, der Hauptgrund für Organversagen ist zu viel Radikale. Denn die puffern deine Enzyme weg, die normalerweise wichtig sind für den Energiestoffwechsel. Das heißt, antioxidantienreich essen. Es gibt sehr, sehr viele Antioxidantien. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jeder kann sich damit schlau machen, antioxidative Ernährung und vor allen Dingen radikale Umweltgifte meiden. Ja? Das wird dir sehr viel helfen. So, das war es mir von mir. War wieder sehr, sehr lang. Ich hoffe, ihr konntet viel verstehen. Ich würde mich sehr freuen, auf purazell.de da vorbeischaut, um mich zu unterstützen in dem, was ich hier tue als Biochemiker für euch. Dankeschön, bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support.